Ha az embert arra kérik, képzeljen maga elé egy gyógyszerészt, fiolák, dobozok, üvegcsék jutnak eszébe, ami között egy komoly, fehér köpenyes ember áll. Robert Münz, akiről filmünk szól, nem egészen illik ebbe a jól ismert csendéletbe. Már gyógyszerészként sem szokványos lévén homeopátiás gyógyszerész. Ez sem elég azonban, az általa árusított szereket maga gyártja, Remedia nevű üzeme ma már az egyik legjelentősebb gyógyszergyártó cég Közép-Európában, sőt, az alapanyagokat olykor maga is kutatja fel távoli földrészeken. Bár muzeális autókat is gyűjt, repül, és hangszereket épít, mégis ez az igazi szenvedélye. Ez és a zene. Klasszikus, sőt régi zene, ír és burgenlandi népzene. De vajon mire ez a lázas tevékenykedés, a kreativitás ilyen topzódása? Mire a zene és a homeopátia? Hová az embert próbáló utazások? Robert Münz nem fogja megválaszolni helyettünk, de talán hozzásegít bennünket, hogy a választ magunk találjuk meg. Die Apotheke wurde 1770 gegründet. Also sie ist die älteste Apotheke des Burgenlandes und in den Familienbesitz ist es vor 100 Jahren gekommen. Ich vertrage sonst nichts, wie das so weit sind. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht gibt es Leben, da trinke ich jetzt. Meine Familie ist eine durchwegs Pharmazeutenfamilie zu nennen. Insofern, als auch mein Urgroßvater schon Pharmazie studiert hat, der ist mütterlicherseits mein Vorfahre, der in Bukarest promoviert hat. Mein Großvater hat in Budapest promoviert in Pharmazie. Mein Vater hat in Wien promoviert. Und nun, ich habe ebenso in Wien meine Studien abgeschlossen. Das ist eine Verantwortung, die ich fast zu tragen habe gegenüber meiner Familie und dem, was ich übernommen habe, in Form des Betriebes, des Apothekenbetriebes, der nun doch schon über 200 Jahre existiert. Und ich sehe große Herausforderungen und der Leidenschaft auch darin. Das ist eines meiner Lieblingsfotos. Foto mit meinen Großeltern im Beiwagen und auf der Maschine, einer Harley Davidson 500, stammt aus dem Jahr 1921. Mein Großvater war bekannt dafür, dass er viele Dinge selbst hergestellt hat in der Apotheke, einfach deshalb, weil es in der Kriegszeit, Vorkriegszeit, kaum Rohstoffe gegeben hat. Und so hat er ein dickes Manual, ein dickes Buch hinterlassen, in dem zahlreiche Rezepturen aufgezeichnet sind und da geht es von der Zahnpaste hin bis zur Brillantine und bis zur Heilsalbe, halt quer durch den pharmazeutischen Garten. Und es ist für mich immer noch ein, so etwas wie ein Nachschlagwerk, was hat man damals verwendet und was, wenn es um neue Rezepturen bei uns heute geht, könnten wir heute davon noch verwenden. Wenn ich an die Pharmazie denke, ist es nicht so sehr mein Vater, der mir dabei einfällt, sondern mein Großvater. Mein Vater hat die Pharmazie wohl ausgeübt, aber so vom Tun her, von der ganzen Auffassung, von der Beziehung zur Pharmazie, bin ich schon bei meinem Großvater. Fragt man sich, warum muss sich da was verändern? Warum kann man nicht ruhig sitzen? Und der Punkt ist, ich betrachte mich selbst als liebenswert, wenn
ich tue, wenn ich arbeite, wenn ich etwas mache, verändere. Und betrachte mich dann als unter Anführungszeichen wenig liebenswert, wenn ich faul bin. Und natürlich habe ich mich auch da gefragt, was steht denn dahinter? Und habe eigentlich nur die einzige Erklärung dafür gefunden, dass es wahrscheinlich ein ganz intimer Wunsch ist oder vielmehr war, meinem Vater zu gefallen, zu imponieren. Und je weniger Lob ich bekommen habe, umso mehr habe ich mich angestrengt, eines zu bekommen. Da gab es ein einschneidendes Erlebnis, dass ich mit meinem Vater über einen See, im Winter, er war zugefroren, über einen See gegangen bin. Und wir sind dem Wunsch meines Vaters entsprechend auf Enten, auf sitzende Enten, eissitzende Enten zugegangen. Und natürlich, man weiß, dort ist das Eis am dünnsten, ist er eingebrochen. Und ich konnte mich retten, also bin nicht mit eingebrochen und habe ihm damals dann mit viel Glück als 15-Jähriger das Leben gerettet. Und das war insofern interessant, als ich mit meinem Vater eine schlechte Beziehung hatte. Ich habe keinen sehr intensiven persönlichen Kontakt mit ihm gehabt und habe mir damals eigentlich erhofft, eine persönliche Nähe zu ihm mehr zu bekommen, was sich dann aber da nicht wirklich eingestellt hat. Aus Erzählungen von meiner Mutter und meiner Großmutter weiß ich, dass mein Vater eine sehr schwierige Kindheit gehabt hat. Und das ist vielleicht in einem Satz zusammengefasst. Er hatte ein großes Defizit an Liebe, Zuwendung wieder durch seine Eltern. Und so entwickelte sich seine Persönlichkeitsstruktur. Und das hat dazu geführt, dass er schwer oder kaum in der Lage war, seinen Kindern genug Liebe und Zuwendung zu geben, so wie es halt normal gemacht oder erforderlich ist, wie es die Kinder benötigen. Und heute muss ich sagen, hätte ich einen Vater gehabt, der vielleicht liebevoller gewesen wäre, der vielleicht in der Lage gewesen wäre, mehr zu transportieren an Gefühlen, würde ich mich heute nicht genötigt fühlen, diese Dinge alle zu unternehmen. Ich habe im Laufe meiner Psychoanalyse, die ich vor Jahren gemacht habe, vieles über mich erfahren und dabei auch erfahren, dass ich offenbar einer Idee, die aus einer Sehnsucht, die aus meiner Kindheit herrührt, nachgehe, nachforsche und mich vieles tun lässt, was dort wichtig war, aber heute eigentlich als in der Position als Erwachsener nicht mehr diese Bedeutung hat. Naja, das ist eine Sehnsucht nach dem Erfahren von Liebe. Ja? Und die kann man auf verschiedenste Dinge erreichen. Manche, ich denke an meine Mutter, die mir durchaus gern Liebe vermittelt, indem sie mir versucht, das Beste zu kochen. Ja. Nicht? Und da gibt es halt die verschiedensten Formen der Liebe. Hier, wo wir hier sitzen, 3 Meter weiter stand vor vielen Jahren ein Klavier, ein Flügel im ersten Stock und hat meine Mutter am Nachmittag mit mir Klavier geübt. Und wenn ich genug gehabt habe, hat sie selbst gespielt. Und ich erinnere mich noch sehr gut, Chopin oder Beethoven Musik auf dem Klavier gespielt. Ich saß daneben und die Nachmittagssonne schien durch das Fenster in seinem satten Orange, das ganze Zimmer getaucht, Eichenholz. Also für mich Farben und Temperaturen, die für mich sehr viel Liebe und Wärme ausstrahlen. Vielleicht auch daher jetzt mein starker Bezug zur Musik. Das schmeckt wunderbar. Das ist ja? Spitze. Naja, mit viel Gewürzen kann man eigentlich kaum was anrichten. Das ist wirklich, naja. Oh, Servität, Fraternität. Ich habe da auch Konzertgitarre gelernt im Haydn-Konservatorium und habe das mit sehr viel Freude
gemacht und ich glaube, ich habe auch leidlich gespielt. Camilla hat mich in Gitarre viele Jahre, ich glaube 13 Jahre, unterrichtet. Und da ist nicht nur die Gitarre zum Zug gekommen, sondern auch natürlich Philosophie und Lebensschule. Das hat hin und wieder mit einem ein wenig erhöhten Alkoholkonsum geendet. Einmal meine Mutter hat sie uns begrüßt, die Stiege, am Ende der Stiege, wo ich halt zu Hause war, stehend im Nachthemd, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, jetzt schon wieder Gitarrestunde. Seine Mutter ist, ich habe immer das Gefühl, meine Mutter, sie gibt mir viel Liebe. Manchmal sagt sie, was macht dein Bruder? Was macht dein Bruder? Ja, die Folgen des Alkoholkonsums meinerseits ihr nicht verborgen geblieben sind. Und ja, so hat sie das dann eigentlich aus den jungen Sturm und Drang Jahren irgendwie in eine Form gebracht, wo wir miteinander dann musiziert haben. Dann haben wir ein Duo gespielt, da haben wir mehrere Konzerte gehabt, das dann sich zum Trio erweitert hat und dann zum Quartett. Und daraus ist Frau Gitarre entstanden, einem Ensemble, das eigentlich schöne Konzerte schon erlebt hat. Ein erfolgreicher Musiker zu werden, da bedarf es viel mehr Fähigkeiten, als ich sie damals halt aufgebracht habe. Aber ich habe für mich erkannt, dass die Musik immer meine Freude sein wird. Während des ersten Teils Pharmaziestudiums habe ich festgestellt, dass ich eigentlich sehr gerne Gitarre spiele, aber längst nicht das zu Wege bringe, was ich gerne spielen würde. Ich habe ein Jahr lang täglich die Chaconne von Bach gespielt, mit großer Freude. Aber so richtig zur Konzertreife hat es dann nicht gereicht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich mein persönliches Ziel und meine Fähigkeiten erkannt, mache ich was anderes. Camillo war vor allem der Erste und der Mentor meines Tuns. In dem Moment, wo ich erkannt habe, dass ich eigentlich auf der Gitarre ganz nette Sachen spiele, aber das nicht zu meinem Beruf machen werde. Dann hat es einen Moment gegeben, da war die Frage, ich spiele überhaupt nicht mehr in der Gruppe mit, in Frau Gitarre, sondern baue noch mehr Instrumente. Dann hast du gesagt, na, spiel doch Kontrabass mit uns. Ich denke trotzdem, dass du hattest das Problem vom Technischen nie. Wirklich, ich habe damals das Gefühl gehabt, du hast Sehnsucht nach anderen. Die Probleme, die ich da in der Motorik, in der Gitarre gehabt habe, die habe ich heute überhaupt nicht am Kontrabass. Ich bin am Kontrabass schneller als auf der Gitarre damals. Dann habe ich begonnen, Gitarre zu bauen und habe dann auch nach einiger Zeit den Gewerbeschein dafür bekommen und habe das mit sehr großer Freude gemacht. Einfach deshalb, weil es meinem spielerischen, meinem handwerklichen Tun sehr entgegenkommt. Nun, wir gehen hier durch die Bücherei, die Buchhandlung des Chiron Verlages, eine neue Niederlassung direkt an unserer Seite an unserer Fabrik. Ich habe vor 10 Jahren geendet mit dem Instrumentenbau, einfach weil ich alle Ziele, die ich mir gesteckt habe, erreicht habe. Ich habe dann mich nur mit der Homöopathie beschäftigt und habe den Betrieb aufgebaut und habe jetzt wieder begonnen. Und wir gehen jetzt in die Werkstatt, wo Instrumente entstehen.
Instrumente der verschiedensten Art, vor nicht allzu langer Zeit ausschließlich Saiteninstrumente, Konzertgitarren, wie zum Beispiel dieses Instrument hier, eine neunseitige Terzgitarre, etwas für fortgeschrittene Instrumentalisten, besonders gut geeignet sind Bachsche Werke, die lauten Suiten auf dem Instrument zu spielen, zumal es ein sehr kräftig klingendes Instrument ist und den vollen Tonumfang auch einer dafür gehörigen Laute zur Verfügung stellt. Das ist eine Gitarre, hier stammt Zarge und Boden von der Thuja eines Friedhofs. Riecht bei bestimmtem Wetter ganz intensiv, man muss einmal probieren. Ja, jetzt riecht man es ein wenig. Thuja. Thuja occidentalis, auch eine wichtige Warzenarznei in der Homöopathie. Aus Tirol habe ich hier den Instrumentenbau dieses Holz. Also ich sammle auch Tonholz und habe dort 10 Kubikmeter Fichte, Haselfichte, schneiden lassen. Da gehe ich dann mit einem Förster in den Wald. Wir suchen die Bäume aus, den oder den. Er muss sehr schattig stehen, darf sich nicht mit der Sonne mitdrehen, er muss sehr trocken stehen, damit die Jahresringe eng sind und natürlich alt sein. Und so die ersten 6 bis 8 Meter soll er keine Äste haben. Und der wird halt geschnitten bei geeignetem Wetter und Kalendertag, wird auch astrologisches Wissen mit einbezogen. Vor allem man geht in den Wald mit dem Förster, sucht den Baum aus, geht im Schnee dahin, kann mit den Leuten dort sprechen. Es ist eine ganz, ganz eigene, ja, eine andere Welt. Und das alles gehört zum Instrumentenbau dazu für mich. Da entsteht eine Bratsche als Vertreter unserer Streichinstrumente. Ich leime jetzt den Bodenklotz grob in die Form, um die herum die Zarge gebaut wird. Dazu kommt ein Trennpapier hinein. So. Und ebenso am Ende. That's it. Nun, zum Instrumentenbau bin ich gekommen, indem ich, ja, ich habe musiziert, ich habe Konzertgitarre studiert und wollte dann alte Musik auf einem alten Instrument auch spielen und habe mir dann eine Adresse ausfindig gemacht, wo man mir eine Laute gebaut hat. Bernd Holzgruber hat mir das Instrument angefertigt, eine Renaissance-Laute, und in der Werkstatt war ich so fasziniert davon, zu sehen, was man aus Holz machen kann, welche Farben, welche Gerüche dabei sind, welche Formen, welche Gestaltungselemente man beim Instrumentenbau hat. Und ich habe dort spontan meinen Wunsch geäußert, auch Instrumente zu bauen. Und er hat mir gesagt, na mach's, kauf dir Holz, und ich sage dir, wie es geht. Das ist mein handwerklicher Zugang zum Instrumentenbau. Zeit meines Lebens habe ich eigentlich immer Dinge gemacht, bei denen etwas entstand. Ich habe nicht geschrieben oder ich habe nicht Papier produziert, sondern ich habe eigentlich mein Handwerk ausgeübt. Und das war mir auch wichtig nach meiner Zeit des intensiven Instrumentenbaus, und bin dann zur Homöopathie übergegangen.
Und es gibt ja enge Parallelen zur Homöopathie, Instrumentenbau. Da könnte man einige Punkte aufzählen. Der wichtigste ist für mich natürlich, dass es ein Handwerk ist, dass bei beiden manuell etwas unternommen werden muss, um viel später das Endergebnis zu bekommen. Für ein Instrument braucht man 200, 300 Stunden, je nachdem, worum es sich handelt. Um ein homöopathisches Mittel herzustellen, sind auch viele Zwischenschritte notwendig, viele Verdünnungsschritte. Und das Schöne dabei ist, dass man mit der Freude und mit der Ernsthaftigkeit, mit der man diese Tätigkeit tut, auch das Endergebnis deutlich formen kann. Und das ist halt in der Homöopathie ganz klar, nicht? Da geht es halt nicht um wohlklingende Instrumente, die die Zuhörer begeistern, sondern um Gesundheit. Und das ist halt natürlich etwas ganz Besonderes, wenn man dort durch ein Handwerk jemanden ganz wichtige gesundheitliche Hilfe Anteil werden lassen kann. Das ist ein flämisches Instrument, von Ruckert ursprünglich gebaut, und das ist eben ein Nachbau dem Original entsprechend. Wir haben hier eine Menge Blattgold aufgebracht. Ich sage ganz bewusst wir, weil ich das gemeinsam mit einem sehr lieben pensionierten Freund gemacht habe. Es ist mir auch sehr wichtig, hier nicht allein zu sein, sondern eben mit einem Gleichgesinnten die Arbeit zu erledigen. Da kommt man oft sehr reich beschenkt nach Hause zurück. Ich habe ein Cembalo für unsere Musik gesucht. Irische Musik, Barockmusik, kann man auch durchaus mit den Illion Pipes und Cembalo spielen. Und ich habe ein Instrument gesucht und ich habe nirgendwo ein geeignetes, schönes Instrument gefunden. Und irgendwann einmal war ich so verärgert, ich bin bis Salzburg, ich bin 350 Kilometer gefahren, um ein Instrument anzuschauen, und das war dann in furchtbarem Zustand. Und da habe ich mir gesagt, ich mache jetzt selbst eins. Ich habe die Nase sozusagen voll, und das war eine gute Entscheidung. 300 bis 400 Stunden hat es gedauert, ich habe nicht mitgezählt, aber das gemeinsam zu bauen und allein die Rosette zu schnitzen, das war eine große Herausforderung, aber eine schöne. Wenn etwas zur Routine wird und man eigentlich kein Feuer mehr darin spürt, dann kann ich nur empfehlen, aus eigener Erfahrung weglegen. Man muss ja nicht das vollkommen stilllegen, sondern weglegen, vielleicht kommt das Feuer wieder und dann wird es gut. Nur wenn man sozusagen mit Herz und mit Tränen ein wenig bei der Arbeit sein kann, dann werden auch die Ergebnisse entsprechend. Etwas ist interessant. Ich habe ja das nie gelernt. Ich habe eine Lehrabschlussprüfung mir erspart, dadurch, dass ich Instrumente vorgelegt habe, die halt entsprochen haben, den Ansprüchen. Aber ich habe es nie irgendwo gelernt, sondern habe eigentlich die Problemlösung aufgrund verschiedener Überlegungen gefunden. Ich habe sie nicht in Büchern oder beim Instrumentenbauer erfahren. Und Monate oder Jahre später habe ich dann erfahren, dass mein Weg, wie ich heute dieses oder das andere Problem gelöst habe, von den anderen längst schon verwendet wird. Also im Grunde genommen liegt die Lösung im Problem drinnen. Vielfach ist es aber auch so, dass man natürlich neue Wege geht, und das wird dann interessant. Thank you.
Nun, ich bin sehr froh, dass das Instrument nun fertig ist. Ein Instrument, das ich gemeinsam mit meinem Freund gebaut habe. Nun haben wir 600 Stunden in den Bau da investiert und bin eigentlich sehr zufrieden mit der Qualität. Insofern, als es nicht nur vom Klang her meinen Vorstellungen entspricht, sondern auch optisch halbwegs etwas darstellt. Hier ein Wappen meiner Familie von 1609. Das Instrument ist ein französisches, das Original wurde etwa 1620 gebaut und hat zwei Manuale, wie wir sehen, drei Register, zwei 8-Fuß, einen 4-Fuß-Register und mit 63 Tönen auf beiden Manualen kann man so ziemlich die gesamte Literatur der Cembalo-Musik spielen. So etwas kann man nicht kaufen, das muss man alles bauen. Und es ist jetzt Gott sei Dank so weit, dass das Instrument auch für Übungszwecke alleine spielen kann. Für Übungszwecke ist es wunderbar geeignet, es automatisch spielen zu lassen. Ein Instrument wie dieses gehört regelmäßig gespielt. Das heißt, ich kann täglich dem Instrument zwei Stunden die Automatik starten und es spielt vor sich hin und das ist eine große Freude. Ich habe mir gedacht, ich möchte, wenn ich weiß, am nächsten Tag ist mein Leben zu Ende, nicht in der Situation sein. Das war für mich das unerträglichste der Vorstellungen, mir sagen zu müssen, ich habe mein Leben nicht gelebt. Ich bin weggekommen von Eisenstadt aus Pharmaziestudium und dann habe ich so etwas wie eine innere Befreiung mit jedem Jahr erlebt. Weg von zu Hause, sich selbst finden. Wir haben dann meine Lebenspartnerin gefunden, ein Pharmaziestudium. Wir haben dann auch einen Sohn bekommen. Denn da war etwas gleichzeitig. Ich bin von der Pharmazie aus, von der Uni gekommen und dort hört man natürlich nichts über Homöopathie, es wird eher belächelt. Und unser damals einjähriger Sohn war immer wieder krank, hat Angina gehabt, Mittelohrentzündung. Und unser Hausarzt war auch Homöopath und hat ihm durch eine glückliche Hand ein Calciumcarbonicum gegeben, also das Mittel seiner Person, der Person unseres Sohnes. Und seither war er nie wieder krank. Und das hat mich und vor allem meine Frau damals sehr beeindruckt, zumal wir in der Pharmazie davon überhaupt nichts gehört haben. Und da haben wir ehrlich gesagt, es hat einen Sinn, dem sollte man nachgehen. Und so habe ich eigentlich zum einen den Weg zur Homöopathie gefunden, zum anderen war mein Vater, ich war damals immer noch in Konfrontation mit ihm, seelischer Art. Und er hat von Homöopathie überhaupt nichts gehalten, war aber dann gleichzeitig mein damaliger Chef. Ich habe das Pharmaziestudium schon beendet, aber für mich war es dann Grund genug, genau das zu machen, wovon er überhaupt nichts gehalten hat. Was man heute erlebt, vielfach sind moderne, der Zeit, unserer heutigen Zeit angepasste Methoden, aber im Kern hat sich an der Lehre Hahnemann nichts geändert. Das, was für mich vielleicht das Wesentlichste ist, ist den Gedanken Hahnemanns, dem Begründer der Homöopathie, zu folgen und eigentlich ihn als den Kern der ganzen Theorie sehen. Das Interessante an der Homöopathie ist für mich der Umstand, dass eine konkrete Erkrankung einer Person verglichen mit derselben Erkrankung einer anderen Person unterschiedliche Arzneien erfordert. Die Individualität bleibt gewahrt. Und das ist das Herausragende dabei. Die Homöopathie ist eine Therapieform, die
ein Regulativ sich zu eigen gemacht hat, das Ähnlichkeitsprinzip anwendet in der Form, dass man beispielsweise ein fiebererzeugendes Arzneimittel, eine Pflanze, ein Mineral dann einsetzt, wenn ein Patient Fieber hat. Das heißt, Ähnliches mit Ähnlichem behandelt. Und dabei erreicht man einerseits, dass der Körper angeregt wird, durch einen sehr, sehr schwachen Impuls mit der Krankheit fertig zu werden. Sehr schwach in der Form, dass nur sehr hoch verdünnte Stoffe angewendet werden. Der Homöopath spricht von potenzierten Arzneien. Andererseits der Körper angeregt wird, selbst mit der Krankheit fertig zu werden. Das heißt, er tritt in eine Stufe, die ihn sozusagen lernen lässt, gesund zu werden. Wesentlich für die Wirkung von homöopathischen Arzneien ist, dass ein gewisser Rest von Lebenskraft noch vorhanden ist. Denn der Körper muss, und das ist wesentlich im Gegensatz gegenübergestellt zur Schulmedizin, dass der Körper reagieren, antworten kann auf diesen schwachen Reiz eines homöopathischen Mittels. Nun, und das homöopathische Mittel, wie wird es hergestellt? Es sind durchwegs stark wirkende Stoffe, pflanzlicher oder tierischer Herkunft, Schlangengifte, Giftpflanzen, aber auch Mineralien, die, der Homöopath sagt, potenziert werden. Das heißt einerseits verdünnt werden in immer gleichen Schritten. Die können sein 1 zu 10 oder 1 zu 100. Und nach jeder Verdünnung dynamisiert werden. Hier wird mechanische Energie eingebracht in Form von Schlagen, zehnmaliges kräftiges Schlagen auf einen elastischen Körper oder auch Verreiben mit Milchzucker, wobei die Verreibung mit Milchzucker einen wesentlich intensiveren Vorgang darstellt und kraftvollere, tief wirksame Arzneien hervorbringt. Nun, Homöopathie ist in erster Linie eine Behandlungsmethode, die die Gesamtheit des Menschen beinhaltet. Alles berücksichtigt, viel Zeit braucht, weil viel Information, Austausch zwischen Therapeut und Patient darstellt. Das heißt aber auch, dass man gewisse Zeit investieren muss, um ein ordentlich und ein richtig gewähltes Arzneimittel zu bekommen. Aber dann ist sie eine bewundernswert nachhaltig wirksame Therapie. Ich habe Fälle erlebt, wo einem das Herz in der Brust hüpft vor Freude, weil man erkennt, wie viel Sinn das eigene Tun gehabt hat, weil plötzlich jemand aus einer schweren Krise jemand herausgeholfen werden konnte. Vielfach meint man ja, das Homöopathie, das Potenzieren einer homöopathischen Arznei ist ein Weg, verdünnen, verschütteln und das war's. Das ist ganz gefehlt. Es ist eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Methoden, die einem als Hersteller zur Verfügung stehen. Und da hat man sehr gezielte Instrumente in der Hand, die Arzneiqualität und deren Eigenschaften im Vorhinein zu formen. Natürlich werden Sie sagen, Belladonna ist Belladonna. Ja und nein. Das Wirkspektrum von Belladonna ist ganz klar und viel beschrieben und sehr gut geprüft in der Literatur. Aber das Wirkprofil oder wenn man in der Pharmazie sagt, die Freisetzung des Wirkstoffes ist eine ganz andere bei der einen und bei der anderen Zubereitung. Ein Vergleich. Hahnemann hat die Belladonna-Tinktur ursprünglich als alkoholischen Auszug gemacht, also mit Alkohol versetzt und diese Tinktur dann für die weitere Verwendung herangezogen. Nun, was passiert bei einem alkoholischen Auszug, so wie wenn man zu Hause einen Nussschnaps herstellt? Man setzt die Nüsse an mit Alkohol und nach mehreren Wochen gießt man den Alkohol ab und schmeißt die Nüsse weg. Genau dasselbe geschieht in der Homöopathie mit Urtinkturen. Man
nimmt nur das, was der Alkohol mitnimmt für die Herstellung. Der Rest, Fettlösliches zum Beispiel oder Mineralisches, Oxalsäure, Oxalat, Salze, aber auch pflanzliches Material, Zellulose, wird nicht verwendet. Das bleibt im Filter zurück oder in der Presse und wird dann verworfen. Und das sind ganz wesentliche Wirkstoffe zum Beispiel auch, die dann beim Arzneistoff in seiner Gesamtheit fehlen. Es ist nicht so, dass es sich dann um eine andere Arznei handelt. Das Wirkstoffprofil ist schon gleich oder ähnlich, aber die Intensität ist eine ganz andere. Später hat Hahnemann dann erkannt, dass die Verreibung mit Milchzucker eine wesentlich kraftvollere Arznei hervorbringt. Und es ist auch die Haltbarkeit eine viel bessere. Massimo Mangialavori, ein bekannter Homöopath Italiens aus Modena, hat einmal gesagt, seit er diese Arzneien, die auf diese Weise hergestellt wurden, verwendet, hat eine Trefferquote Erhöhung um 30%. Und in der homöopathischen Therapie bedeuten 30% selbstverständlich sehr viel. Die Arzneibuchkommission, die das offizielle homöopathische Arzneibuch dann kreiert hat, hat aber diese Erkenntnisse Hahnemanns nicht berücksichtigt, weil sie es nicht gewusst hat. Das ist eine Falltürspinne, die einen Biss, ähnlich wie der einer Wespe hat, vielleicht deutlich intensiver, aber ein Biss auf jeden Fall, den man nicht verharmlosen darf. Die kommt aus Afrika. Der erste Schritt ist die Verreibung 1:1 mit Milchzucker, weil die Spinne zu schwer ist, um 1:100 verrieben zu werden. Wir hätten dann ein halbes Kilo fast an Milchzucker verwenden müssen und die Reibschalen sind zu groß natürlich und zu unhandlich. Daher 1:1, um dann den nächsten Schritt 1:98 zu machen, um dann die erste Verreibung, die erste 10-Dezimal-Verreibung zu haben. Es wird jeweils ein Drittel vom Milchzucker mit dem Ausgangsgemisch der Spinne verrieben. Und zwar ist es ein Vorgang des Verreibens. Das dauert etwa 20 Minuten. Das erste Drittel, dann geht man über zum zweiten und zum dritten Drittel. Potenzierung dient nicht dazu, die menschliche Kraft zu ersetzen, sondern da weiter zu arbeiten, zu potenzieren, wo der Mensch nicht mehr arbeiten kann, weil es einfach zu lang dauern würde und die Arznei zu teuer sein würde. Es ist prinzipiell so, dass jeder Hersteller andere Methoden, andere Maschinen anwendet. Es gibt keine genormte Anlage und da gibt es die verschiedensten Richtungen. Man kann ein Glas Potenzierungen machen kontinuierlich, das heißt, der Arzneiträger fließt fortwährend hindurch, man kann das in Stufen machen, das heißt, es wird einmal befüllt, dann potenziert durch Schlagen, durch Rühren, durch Einspritzen, verschiedenste Methoden und allen maschinellen Potenzierungen ist gemeinsam, dass Wasser verwendet wird. Wasser. In dieser Form haben wir als Urgesteins Wasser verwendet, natives Wasser, das also nur 200 Meter weit geflossen ist, bis sie in diese Maschine gelangte. Dannheim war ein Homöopath, der seine Arzneien mit einer aufgelassenen Ölmühle potenziert hat.
Es waren 131 Arzneien, die er bis zur 200-fachen Zentesimalverdünnung hochpotenziert hat. Und sie waren und sind heute auch noch äußerst kräftige und nachhaltig wirksame Arzneien. Das bedeutet aber auch, dass sie, wenn sie einem Patienten mit einer schwachen Abwehrsituation gegeben werden, durchaus stark negative Erstverschlimmerungen verursachen können. Wie zum Beispiel bei einem Krebskranken. Da muss man tunlichst achten darauf, dass man seine vorhandene Lebensenergie noch zusätzlich schwächt. Aber wenn der Therapeut weiß, hier handelt es sich um eine Darmhirnpotenz, dann weiß er schon, wo kann er die einsetzen. Es gibt dann natürlich andere Potenzierungsformen, wie zum Beispiel die Fluxionspotenzen, die auf eine Erfindungszeit um die industrielle Revolution 1890 herum zurückführen, wurden in Amerika entwickelt. Und die haben ein anderes Herstellungsprinzip, auf das ich jetzt nicht eingehen möchte, aber das Wesentliche bei ihnen, sie sind sehr weich in dem Wirkungscharakter. Und sie sind, obwohl sie Hochpotenzen darstellen, also sehr hoch hinauf verdünnt wurden, viele Zwischenschritte vorher angelegt wurden, häufig zu wiederholen, ohne dass man dem Patienten einen nachhaltigen Schaden gibt. Und interessanterweise hat sich gerade in jüngster Zeit herausgestellt, dass die bei der Behandlung von Krebserkrankungen äußerst vorteilhaft sind. Korsakow war ein russischer Großgrundbesitzer, der seine Leibeigenen mit Homöopathie, mit homöopathischen Arzneien behandelt hat. Und er hat seine Arzneien selbst hergestellt und aus Ersparnisgründen hat er das mit einem Fläschchen gemacht. Das hat er gemacht, indem er ein Fläschchen mit Arznei befüllt hat, es potenziert hat, dann mit zwei kräftig geführten, nach unten geführten Handschlägen entleert hat und dann wieder zu zwei Drittel mit Arzneiträger befüllt hat. Es ist das Verdünnungsverhältnis bei den Korsakow-Potenzen nicht exakt 1 zu 100. Ich habe das rekonstruiert, habe eine Studie dazu gemacht und herausgefunden, dass es wesentlich mehr als 1 zu 100 ist, also im Bereich von 4, 5 zu 100. Also wir kommen da fast in den D-Bereich, wenn man ein 10 Gramm Fläschchen verwendet. Das nimmt man aber im Kauf und die Arzneien wirken dennoch. Also dessen sollte man sich bewusst sein. Korsakow-Maschinen hat eigentlich fast jeder größere Hersteller. Es gibt die nicht wirklich zu kaufen, man muss die eigentlich selbst konstruieren. Und das ist halt schon ein gehöriger finanzieller Aufwand, das Rad noch einmal zu erfinden. Die neue Maschine hat nun ein anderes Potenzierprinzip, nämlich einen Hebel, einen Arm, der sozusagen die menschliche Potenzierkraft, die Schlagkraft realisiert. Und wir haben gemessen die Schlagintensität. Bei einem Autounfall tritt eine Beschleunigung von 40 G ein, etwa. Bei einem Autounfall mit Personenschaden. Und unsere Maschine potenziert mit 500 G. Das heißt, man kann sich vorstellen, welche Energie da in einem Schlag drinnen steht. Und das hat aber auch gleichzeitig dazu geführt, dass diese kräftigen Schläge nicht nur die Maschine, die Arznei potenziert haben, sondern auch die Maschine zerlegt haben. Daher ein relativ hoher Serviceaufwand gewesen. Die Fläschchen sind zerbrochen, Federn sind gebrochen, gerissen. Das war ein relativ aufwendiger Arbeitsvorgang, aber jetzt sind wir in der glücklichen Situation, dass wir von unseren, und das ist das Wesentliche, von unseren eigenen Arzneigrundstoffen, nämlich der C3 triturierten Pflanzen, Tieren oder der tierischen Gifte oder Mineralien, Hochpotenzen herstellen können. Es ist ganz wichtig, dass nicht nur die Grundstoffe eine Einheit haben, sondern auch die gesamte Potenzierreihe in einer Firma hergestellt wird. Diese zwei Maschinen machen weniger als 1% in unserem Betrieb Arbeit. Alles andere wird nur von Hand gemacht. Das ist ganz wichtig. Wir verwenden immer nur ein Fläschchen, ein einziges Mal. Wenn es einmal verwendet wurde, wird es weggeworfen. Es
Es kostet sehr viel Geld, aber es wirkt sich dann auch auf die Zuverlässigkeit der Arzneien aus. Und das ist eigentlich unser Kapital, der Ruf, zuverlässige und kraftvolle Arzneien herzustellen. Und diesen Ruf gilt es tunlichst zu halten und zu verbessern. Mit dazu gehört auch, wenn die Firma einen wirtschaftlichen Erfolg hat, einen schönen, dann bin ich auch in der Lage, meine Mitarbeiter am Erfolg teilhaben zu lassen. Ich kann nur die Weichen stellen, aber die Qualität der Arbeit ist begründet in der Arbeit meiner Mitarbeiter. Da gibt es 9 weitere Sprachen, die bei uns gesprochen werden. Wir haben 32.000 Kunden weltweit und da ergibt sich schon, dass wir da oder dort eine Korrespondenz in der Muttersprache dann desjenigen Kunden führen können. Ein Großteil der Kunden ist in Österreich und in Ungarn zu finden. Da haben wir große Marktanteile, vor allem in Ungarn bei den Pharma-Großhändlern. Und Deutschland ist ein sehr groß wachsender Markt. Unsere Produktpalette ist neben den bei allen erhältlichen Arzneien, also bei den sozusagen herkömmlichen Arzneien, gekennzeichnet durch eine große Zahl von Sonderanfertigungen, Arzneien, die es sonst weltweit nirgendwo gibt. Vor kurzem war es erst die Kreiselschnecke und eine Seeanemone und Orangutanmilch hat man jetzt gerade gefragt und Fledermausblut und alles, was so in eine gut sortierte Küche gehört. Ich trachte danach, dass ich die Firma nicht größer mache, sondern feiner. Die Qualität höher, Stufe vielleicht Aufträge, die mit Qualität nichts zu tun haben, vernachlässige und den Charakter einer Manufaktur noch stärker hervorkehre. Manufaktur im Sinn von händisch, ja, handwerklich, handwerklich, aber auch Tradition. Der Gedanke, wie wichtig ist das Ziel und wie wichtig ist der Weg dahin, beschäftigt mich auffallenderweise intensiv, weil ich an mir feststelle, dass ich fast wie ein Getriebener meinen Dingen folge und mich dann anschließend natürlich frage, was steht dahinter? Besonders schön finde ich, wenn man ein konkretes Ziel vor Augen hat und kleine Schritte bis zum Ziel dann machen kann. Und ich erinnere mich an eine Begebenheit vor vielleicht ein paar Monaten, wie ich gerade die Rosette in dem Cembalo fertiggestellt habe. Die Rosette ist nicht das Ziel, sondern die Rosette ist ein kleines Teil vom Cembalo. Natürlich ist es mit dem Erreichen eines guten Instrumentes längst nicht getan. Das muss schon wirklich ausgekostet werden, so wie die Tiefe eines vollgefüllten Rotweinglases erforscht werden muss. Da ist nicht der erste Schluck schon das Ziel, sondern man möchte natürlich alles erleben.